Ist an, ja? Läuft, ja? So, Leute, was geht ab zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder ein Street-Comedy-Video. Gestern kam ja schon eins. Falls ihr es noch nicht abgecheckt habt, dann checkt es einfach ab. Und heute ist die Frage diesmal anders. Und zwar, würdet ihr eher Geld bevorzugen oder eine Beziehung oder Liebe, was auch immer? Das ist übertrieben. Auf jeden Fall, ey, die Stadt ist so übertrieben voll, wirklich. Kann man sich echt nicht vorstellen. Ich würde sagen, wir fragen einfach mal, Beziehung oder Liebe? Ja, Mann, Beziehung oder Liebe? Ey, ich sag euch, der Typ lenkt halt zu sehr ab, Mann. Beziehung oder Geld? Wir fragen einfach die Leute. Komm, ey, ich hab Bock, ihr habt Bock. Abonniert mich auf Snapchat, abonniert Urge fürs Film. Let's go, komm. Stell euch vor, ihr könntet euch entscheiden, ja? Liebe oder Geld? Liebe. Warum? Weil ich meinen Freund liebe. Stell dir vor, du hast keinen Freund. Überleg dir mal, du hast Geld und kannst damit wirklich alles machen. Du kannst dein Leben genießen. Geld, die Liebe, weil ich mal behaupten würde, ja, du kannst dir mit Geld alles kaufen, aber du kannst dir keine Liebe kaufen. Natürlich kann man sich Liebe kaufen. Naja, aber die ist nicht wirklich nicht echt. Die richtige. Also mit Liebe wird man einfach glücklicher als mit ganz viel Geld, würde ich sagen. Definitiv. Für Geld, weil den Freund oder so, den kann man ja voll schnell verlieren. Die hält ja nicht immer ewig. Ich wollte es gerade sagen. Glücklich. Ich bin der Meinung, glücklich. Mach doch komplett glücklich. Ey, du kannst dir alles ziehen, was du willst. Ja. Liebe macht glücklich. Ich finde, Liebe ist für mich wichtiger als Geld. Okay. Alles klar. Stellt euch vor euch ist ein Typ mit einem Koffer, keine Ahnung, mit 10 Millionen Euro drin. Und daneben steht ein Typ, den ihr wirklich, wo ihr denkt, Alter, den werde ich heiraten, den will ich mir gönnen. Wofür würdet ihr euch entscheiden? Also sozusagen die Frage ist, Geld oder Liebe? Liebe. Weil? Geld kann man immer haben. Aber 10 Millionen Euro. Es ist ja nicht so, dass er dann für immer da bleiben sollte oder so. Also mit Geld hat man sozusagen mehr was, oder? Findet ihr sicher richtig, dass es Liebe ist, ja? Ja. Ja, also wenn man das Geld hat, kann man sich ja auch die Liebe kaufen, aber... Genau. Trotzdem, mit Liebe ist was anderes. Mehr Gefühl im Spiel. Ja. Dann hast du nicht 10 Millionen Euro. Kann man arbeiten geben, hat man auch so viel Geld. Kann man auch machen. Okay, zwar, meine Frage lautet, wenn ihr euch entscheiden könntet, fürs Rest des Lebens komplett reich sein oder die perfekte Traumfrau zu haben. Also Geld oder Liebe, wofür entscheidet ihr euch? Ja, ich würde definitiv Geld nehmen, weil... Ich brauche Frauen. So wichtig sind jetzt Frauen auch nicht, also... Alles klar. Sind schon wichtig, aber Geld, Digga, ohne Geld, also was für Arbeiten so. Du kannst dir wirklich alles kaufen, was du willst. Du kannst dir sogar... Ja, natürlich. Ich würde einfach Braunschweig kaufen, so. Dann kann keiner mehr hier reinkommen. Außer halt dann die Chicks, ne? Ja, normal. Normal. Und du? Ja, ich auch Geld, Pressure. Mädchen sind nicht so wichtig. Ja, ich würde das machen, was er macht. Ja, einfach Klamotten, alles so. Darf man sich Nutten kaufen? Du kannst damit alles kaufen. Ja, Geld. Geld. Safe Nutten, ne? Ja. Bei mir auch Geld in Fortnite. Die Frage ist, wenn ihr euch entscheiden könntet, würdet ihr euch für Liebe oder für Geld entscheiden? Geld! Safe, ja? Ja. Warum? Ja, Liebe ist am Ende immer scheiße. Ja, hat sie recht. Ich auch. Stellt euch vor, euer Freund oder so, den ihr euch dann gönnen könnt, der wirklich für euch Traum ist, hat echt richtig viel Geld. Würdet ihr dann trotzdem noch Geld nehmen? Also ihr wisst nichts davon, es könnte sein, könnte auch nicht. Also 50-50 Chance ist es. Ich glaube, dann würde ich den Freund nehmen. Nee. Aber du weißt es halt nicht, ne? Es kann ja sein, dass er auch komplett arm ist wie ein Schlucker. Ja, aber man wird am Ende eh immer enttäuscht. Muss nicht sein. Doch. Hast Erfahrung? Ja. Dann safe Geld, ja? Ja. Ja. Gute Antwort. Ihr könnt euch entscheiden, Liebe oder Geld, was nehmt ihr? Liebe. Weil? Weil Geld allein macht nicht glücklich. Schon irgendwie. Wenn du komplett viel Geld hast, du kannst dir alles kaufen, egal was. Mädchen, Sexpuppen. Ja, das dann ja aber keine echte Freundin. Eine Sexpuppe, keine Ahnung. Kannst du ja nennen wie, keine Ahnung, so Martina oder was auch immer. Ist ja, geht ja auch klar. Also, ich meine scheiß Mutter, Alter. Sorry, nichts gegen deine Mutter, alles gut. Nein, also safe Liebe, ja, weswegen? Weil halt das Geld macht ja nicht glücklich, wenn man dann zum Beispiel sich eine Freundin kauft oder sowas, interessiert sie sich ja gar nicht für mich. Für dein Geld aber, und das gehört ja dir, also interessiert sie sich schon für dich. Ja, aber das Geld bringt ja dann nichts, weil wenn ich irgendwie bedrückt bin oder sowas, weiß sie ja gar nicht, was los ist, weil sie eigentlich nur auf das Geld aus ist und mich wirklich nicht kennt. Also safe Liebe, ja? Ja. Okay, und ihr? Ja, das Gleiche. Ja, das Gleiche. Das ist auch mit der gleichen Begründung. Safe? Ja, safe. Kein Geld? Das Geld habe ich dann ja schon. Oh. Ja, da kennst du jetzt auch safe irgendwelche Alten abschleppen, oder? Hast du bestimmt, oder? Nein. Noch nicht? Willst du dein Instagram sagen? Nee. Wäre eine Chance, ne? Hätten sich ein paar vielleicht gemeldet. Geld oder Liebe? Was nehmt ihr? Liebe. Weil? Ja, keine Ahnung, ist wichtiger irgendwie. Wichtiger als Geld? Ja, natürlich. Also kannst du ohne Geld überleben? Ja, nee, aber mit Liebe könnte ich besser überleben, so. Geld ist nicht alles, was glücklich macht.
Okay, und du? Ja, also ich finde so, die Gefühle von einem Menschen sind wichtiger als Geld, weil, weiß ich so, ja, wie soll man das sagen, das ist, Aber überleg dir mal, du kannst dir alles kaufen, was du willst, egal was. Du kannst mit deinen Freunden Spaß haben, wie du willst, du hast, sag ich mal, fast unbegrenzt Geld. Kannst da alles mitmachen, hast zwar dann nicht den Partner, den du dann haben möchtest, aber trotzdem dann für Geld. Du auch, ja? Hm. Okay, das war's schon. Und zwar, ihr könnt euch entscheiden zwischen Liebe und Geld, was nehmt ihr? Liebe. Liebe? Weil? Ja, weil von was Geld kann man sich keine Liebe kaufen. Richtig, und was will ich mit Geld, wenn ich nicht jetzt glücklich bin, ja, so. Ich bin jetzt schon ohne Geld ausgekommen, von daher. Hast du so viel, ja? Nein. Nee, das ist ja das Problem. Ich bin aber mit 10 Euro hergekommen. Oh, arme Zeiten, ne? Ja, ich weiß. Also, aber stellt euch mal vor, ihr könnt euch wirklich alles kaufen, was ihr wollt. So wirklich, ihr könnt euch auch irgendwelche männlichen Stripper kaufen und dann irgendwie mit denen was machen. Ja, und die strippen ja für jede, ist ja langweilig. Du könntest dir einen privaten Stripper anstellen, der nur für dich tanzt. Nein. Nein, aber stell dir jetzt mal vor. Nee, also das, ich will auch gar nicht wissen, was er davor alles schon gemacht hat. Also ich meine, ja, der hat ja nicht angefangen zu strippen, nur weil für mich so. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie ein falsches Thema mit einem Stripper. Nein, aber mit dem Geld kannst du echt wirklich alles kaufen. Wirklich, du kannst dir einen Freund kaufen sogar. Ja, der, und aber dann kriege ich ja keine Liebe, dann wäre ich ja nur verarscht. Dann sind die Leute ja nur bei mir wegen meinem Geld. Und das ist ja scheiße, dann fühlt man sich ja ein bisschen benutzt, ne? Und du auch safe, Liebe. Ja, Liebe, aber ich kann mir halt mehr Essen kaufen. Aber also, du kannst dir einen Freund suchen, der reich ist. Also jemanden suchen. Musst du erst mal drankommen, ne? Ah, kannst ja probieren. Ein Freund oder ein Geld jetzt? Beides. Ja. So, ey Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. War auf jeden Fall echt schon krank. Danke, dass ihr erstmal eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwie uns in Braunschweig seht oder so, ey, dann kommt her, fragt irgendwie, ja, ey, können wir mal ins Video? Wir haben immer Bock. Wir haben immer Bock, ich würde sagen, ey, checkt mich auf Instagram, Snapchat ab, abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Danke an Urge fürs Filmen. Ich würde sagen, ey, wir sehen uns im nächsten Video, nächste Woche. Also haut rein, Leute. Ciao.